Yo Freunde, Celos hier und herzlich willkommen zum fünften Part der Soulink Schwarz-Weiß zusammen mit dem Haku. Hakuna Matata, Freunde, und damit herzlich willkommen auch von mir zum nächsten Part der Soulink. Ja, vor dem letzten Part haben wir ja unser erstes Pokémon-Mitglied oder unser erstes Mitglied bekommen. Und bei Haku war es einmal Impegato, war das, ne? Genau. Haku hat Impegato bekommen und ich habe ein Snubbull bekommen. Zwar nicht so ein tolles Pokémon, aber Freunde, ich meine, ich habe den Bedroher und es heißt Princess, also was will ich mehr? Rinnick, Princess Rinnick. Das ist, ich hätte es auch Rinnick nennen können, aber es ist weiblich. Ja, egal. Princess. Also hier oben gibt es ein Item, da war bei mir eine Genie-Feder. Achso, du bist schon losgegangen. Ja, nee, ich habe nur das Item geholt. Zelos hat das Item Fausttafel, also stärkt Kampfattacken, oder? Ja, kannst du Dings geben. Aber wir können doch gar nicht wir können uns hier gar keinen... wir können doch gar nicht hin, weil wir noch keinen Zerschneider haben. Stimmt, wir können uns noch gar keinen neuen Encounter holen. Also müssen wir jetzt zurück zur Arena, ne? Dann würde ich sagen... Moment, wir gehen jetzt erstmal raus aus Orion City. Bin ich. Und zwar links und gehen auf die Route und fangen uns da den nächsten Encounter und besiegen da vielleicht mal ein, zwei Trainer, damit wir stark genug sind. Aber du kannst hier unten, gibt es noch ein Item. Kurz bevor du die Stadt verlässt, okay, geht es noch nach unten und da kannst du dir ein Item holen, oder? Ah ne, da muss man von vorne hin. Wenn man in die Stadt reinkommt, von da aus muss da man. Da war hin. Ich schon, da habe ich schon ein Item geholt, ganz am Anfang. Achso, das habe ich noch nicht geholt. Okay, ich hole dich schnell. Der Abfalleimer ist leer. Der letzte Encounter war meiner, ne? Genau. Ich habe als erstes Hydropie encountert, ne? Genau, stimmt. Du hast zuerst den Hydropie und dann kam Deathwater. Genau, das heißt, du bist wieder dran. Ja, wo muss ich, wo ist denn hier was? Hier ist eine Trainerin unten. Bist du schon links von der Route raus? Ich bin links raus nach unten gegangen, aber hier ist kein Gras. Doch, unten ist Gras. Nee, da das ist kein Gras. Da kannst du gar nicht hin. Guck mal. Da prallst du ab. Ja, aber dann ist oben Gras. Also oben geht die Route auf jeden Fall weiter. Aber hier ist ein Sternstück. Ich habe auch gerade was gefunden. Die Turbo-Treter habe ich ganz vergessen, ey, boah. Bist du gerade die ganze Zeit so langsam gegangen? Ja, weil ich davor doch immer die Kristallnasslock gestreamt habe. Also, Freunde, wir wollen auf jeden Fall in dem Part dann die Arena herausfordern. Ob wir die Arena schaffen, weiß ich noch nicht. Alte Kuh. Oh, der lässt uns nicht vorbei, der Pico. Also müssen wir zuerst die Arena herausfordern. Oh Mann, das ist keine Trainerin hier, oder? Ich glaube schon, oder? Ich bin gerade auch bei ihr. Nee, die erzählt irgendwas über TMs. Bleib stehen. Und zu dem Typen da oben können wir noch nicht hin, weil wir noch keinen Surfer haben. Okay. Oh nee. Ah, wir müssen in die Trainerschule hier links gegen Daniel antreten. Ah ja. Neben dem Pokémon Center. Bin ich da drin. Da gehe ich jetzt mal hin. Bist du da auch schon? Ja. Okay, perfekt. Willst du Daniel vorlesen? Warte. Du bist ein bisschen leise, red mal ein bisschen lauter. Ja. Aber ich kann ja eh. Du kannst mich ja lauter machen. Genau. Wird ein Pokémon vergiftet, schwinden seine KP nach und nach. Das ist aber nur im Kampf so. Na, Haku und Celos, sucht ihr den Arena-Leiter? Ja, den suchen wir. Gerade eben waren sie noch hier und haben über die verschiedenen Pokémon-Typen gesprochen. Du musst sie knapp verpasst haben. Ach, Haku und Celos, tritt doch mal gegen mich an. Ich möchte herausfinden, wie wichtig der Einsatz von Items im Kampf ist. Yep, let's go. Höchste Zeit herauszufinden, wie wichtig Items sind oder wie weit man ohne Items kommt. Aber wir kämpfen hier drin, das Ganze darf also nicht zu wild werden. Ich hab schon auf Kampf gedrückt. Ich auch. Jetzt. Esteban! Stimmt, es war ja Esteban. Bei mir Ranger Forest, Alter. Ranger Forest. Ranger Wald. Ja, Boltzmann hat der bei mir. X-Bud. Oh! Level 8. Level 8. Ja. Oh, jetzt lecker. Oh, Boltzmann gegen Quapo. Fuck off, ich hätte Granbull zuerst einsetzen müssen. Bei mir. Ah, ich kann mit Aqua Breath angreifen mit Impegato. Oh, er hat Superschall. Nein. Nein, er trifft auch noch. Bitte Tesi trifft. Bitte Tesi trifft. Alter. Mal Princess. Tesi, ne? Da gebe ich dir extra Impegato. Und dann triffst du nicht, ne? Erstmal rauswechseln in Randomy. Oh, jetzt kommt der Kreideschrei. Ladevorgang, oh mein Gott. Alter, ne? Dieses X-Bud, richtig nervig. So wie die ganzen Zubats in der Höhle. Oh, jetzt bin ich auf minus 4 Death. Ich kann hier nur auf Biss gehen.
Tackle? Jawohl, er greift mich physisch an. Perfekt. Ich glaube, ich wechsle wieder raus. Boah, der Biss macht 40%. Ich wechsle wieder raus. Ja, Opfer nix irgendwie. Minus 4, ich bin minus 4 Death. Ja, wechsel raus. Du hast doch noch Dings. Impagator, ja, Impagator. Ja. Er geht wieder auf Superschein, der geht daneben. Nice. So, Aquaknarre bitte. Erstauner. Was hat der für eine Beresine-Beerate, Voltoball? Aquaknarre? Nee, Sinebeere. Ah, jawohl. Was? Der hat echt einen Sinebeere, ja? Mhm, Alter, Junge, ne? Ist das ekelhaft. Dieses scheiß X-Bad. Mit Kreideschall und Superschall. Okay, so nervig. Bei mir geht Voltoball die ganze Zeit auf Ladevorgang. Also ist plus 6 Spezialverteidigung, aber ich hab's gerade gekürtet. Der hat noch keine Elektroattacke, glaube ich. Wird es drin bleiben können, weil, ja, der hat noch jetzt keine Elektroattacke. Jetzt holt er Darkrai rein. Gegen Darkrai habe ich Biss, aber ist nur normal effektiv, ne? Biss wird resisted, Bro. Oh shit. Mich vor Verwirrung selbst. Es ist Geist und Unlicht. Warum wird denn dann Biss resisted? Es ist nur Unlicht. Ah, stimmt, es ist nur Unlicht. Und Unlicht gegen Unlicht wird resisted. Ich bleib erstmal drin. Alter, dieses Kackteil, ey. Junge, ne? Das regt mich auch auf, dieses X-Bad. Weißt du, was mich die ganze Zeit aufregt? Die Musik wirklich, die wird manchmal leiser, manchmal lauter. Ich weiß nicht warum, das geht die ganze Zeit so. Das. Komisch. Das wird die ganze Zeit lauter, von sich, von selber, aber nur das ganz kurz. Das kann aber nicht sein, du musst immer einen Emulator... Doch, keine Ahnung. Hab ich doch vorhin neu gestartet, weißt du mal. Du hast die neu gestartet, ja. Neustart. So, jetzt geh ich mal auf Überroller, Freunde. Das hat sie mir gesagt, warum ich nicht auf Überroller gegangen bin, weil ich ganz einfach dachte, es wäre vom Typ Geist, also... So, Darkrai besiegt, den Trainer Daniel besiegt. So, jetzt muss ich erstmal auf Lebensschelle gehen. Künzerei, 120. Um die Genauigkeit zu senken, weil meine Verteidigung ist nämlich auf minus 4. Ich kann aber perfekt, auch nicht rauswechseln. Künstler hat ein Level erreicht. Oh nein, Energiefokus. Nein. Bitte keine Crits. Ist immer noch gegen X-Bad, oder? Nee, jetzt gegen Strepoli. Aber das setzt Energiefokus ein, meine Verteidigung ist auf minus 4. Dann wechsel raus, wechsel kann raus. Kann ich nicht. Ein Crit tötet weil das, dich. Weil das ist zu low. Es hat zu wenig ein KP. Ein Crit killt, ne? Gegen was denn? Gegen Slimog? Jetzt kommt der Silberbeleg. Aber es ist schon auf minus 3 Genauigkeit. Digga, ein Crit tötet dich. Aber das nächste Pfund sollte jetzt ausreichen eigentlich. Ja, hoffentlich. Oh, mein Emulator leckt gerade irre. Jetzt geht's. Boah. Digga, bitte, bitte, bitte. Freunde. Alter, was geht gerade mit meinem Emulator ab? Oh, er geht nochmal auf Silberblick. Nice. Was geht gerade mit meinem Emulator? Ich schon gesagt, der Emulator... Alter, bei mir, ne? Läuft der flüssig, aber die Musik manchmal leiser, manchmal lauter. Leckt der Emulator, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr es hört. Krass. Okay, aber der leckt nur in Kämpfen immer. Nur in Kämpfen. Das war halt damals, wo ich meinen finalen Nuzlocke-Part mit Daniel aufgenommen habe. Da ja. Hat es in meinem Kampf geleckt. Nur im Kampf. Ja, und das leckt jetzt hier auch ein bisschen im Kampf. Wie erwartet ist der Einsatz von Items von größter Wichtigkeit. Hier, Hakko und Zelos, diese Beere ist für euch. Citrobeere, Spaß, Sinebeere. Dann gibst du einem Pokémon diese Beere mit, so isst es sie im Kampf von selbst. Sobald seine KP schwinden, von Menschen hergestellte Items wie Tränke kann es aber nicht selbst verwenden. Also, viel Glück. Freunde, ich würde sagen, wir heilen uns im Pokémon-Center und dann würden wir direkt die Arena betreten und hoffentlich kriegen wir da nicht auf die Fresse. Ja, also, ich denke mal, welches Level also ist dein Quappo? Ich habe Level 14 und Level 11. Quappo bei mir Level auch 14. Level 14 und Level 10. Bei mir. Nee, bei mir ist Level 16 Quappo schon, oh Gott. Deine Pokémon sind viel höher als meine, ne? Ja, sind die auch, weil Quappo sich irre schnell gelevelt hat, also... Ja. Aber ich meine, wir haben noch Tränke, da kann eigentlich nicht viel passieren. Wir haben zwei Pokémon jeweils. Muss man noch Tränke kaufen? Ich habe, glaube ich, kaum welche. Dann kaufe ich mir auch noch welche, Freunde, und hoffen wir, dass wir mit dem Part die Arena schaffen. Ich habe gar keine Tränke. Ja, Digga, dann... Ich kann 7 also, Stück kaufen, mache ich auch Trank. Mal. Ich habe 7 Stück, ja, hol ich noch 3 Stück, habe ich 10? Ich habe jetzt 7 gekauft. Oh, ich habe gar kein Geld mehr. Jetzt ist die Musik wieder gerade arschleise, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Freunde, schreibt doch mal in die Kommentare, wer hier Ahnung von Emulatoren hat. Also ich weiß nicht, die Musik bei mir, ich weiß nicht, ob ihr es hört, die wird leiser, dann wird sie wieder lauter, dann wird sie wieder leiser. Ob das so eine Welle ist mit der Musik im Emulator, Freunde. Ich habe keine Ahnung, ihr hört es auch wahrscheinlich. Ich hoffe, euch stört es nicht. Ich habe keine Ahnung, die ganze Zeit war es okay, jetzt auf einmal vielleicht klingt es doch so. Nur für dich so. Und bei der Aufnahme ist es anders. Das kann natürlich auch sein, aber wenn jemand Ahnung hat, was es sein könnte, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Es wäre super, wenn ihr mir da helfen würdet. Also, und wer den letzten Part verpasst hat, ne? Schaut bei Haku vorbei. Und, ja, das ist der letzte Part. Genau. Also steh vor der Arena, vor dem Genau, Grünkopf. Ich auch. Genau. Willst du vorlesen? Ja. Wie? Also ich arbeite hier als Arenaleiter, aber wer bist du denn? Du willst dich in der Arena beweisen? Dann verrate mir doch bitte, welches deiner Starter-Pokémon ist. Ah, na, welches wohl? Floink? Bei mir nee, Ottero.
Verstehe. Das tut sich gegen Pokémon des Typs Wasser schwer. Du sollst Pflanze. Dir also eine passende Gegenstrategie überlegen. Also nice. Erwarte dich drinne. Nice. Also ich muss jetzt, aber ich die muss sind jetzt ja eh gegen gerandomized. Wasser? Ich muss gegen Pflanze, aber die sind ja eh gerandomized. Also. Du musst ja perfekt. Corpo resisted Pflanze, aber ich habe noch keine Elektro. Es wird ist gerandomized, Bro. Okay, ja stimmt. Die haben gerandomized Pokémon. Oh, Tafelwasser bekommen wir jetzt immer. Stimmt. Das ist gut. Hallo, ich helfe allen Trainern weiter, die sie... Meine Tafelwasser, ja perfekt. So, Pokémon Arena von Orion City, Leiter Mike, Colin und Benny. Wie ging das hier? Muss ich auf alles drauf treten? Du musst auf Wasser drauf treten, weil Wasser sehr effektiv gegen Feuer ist. Okay, obwohl ich Körper hab. Der Feuerhang ist. Der Vorhang ist der Feuer. Der Trainer. Okay, und jetzt kommt der Trainer, ne? Ja, kaum beginnt der Kampf, leckt er wieder. Ja, es. Digga. Dann stimmt irgendwas mit deinem PC oder Emulator nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß ich auch nicht. So. Ich hab die Einstellungen aber schon. Na, wobei, jetzt geht's. Kampf beginnt, jetzt wird gerade die Musik wieder lauter. Jetzt wird die Musik gerade extrem wieder laut. Ich verstehe nicht, was das ist. Oh, mein Tesi ist schon Level 11, ganz vergessen. Schneckmark hat er. Ah, shit, ich liede wieder mit Pigan. Warum liede ich nicht mit Dingen? Ich Idiot. Ich hätte Alter, triff mal nicht so oft mit Duplexi. Reicht, dreimal reicht. Gegen wen musst du? Was hat dein Gegner, dein Trainer? Inekoro, okay. Aber Aquaknall. Alter, jetzt kommt Gesang. Nein. Oh Gott. Boah, diese 50% Attacken, ne? Vorhin die ganze Zeit Superschall, jetzt kommt. Oh Gott, ey. Bro. Ich hasse sowas, ne? Jetzt kommt. Alter, Anziehung, ne? Junge. Der hat den Flammkörper, habe ich ganz vergessen. Brennst du jetzt? Ich brenne, ja. Du kannst auch gleich wieder rauswechseln. Ich muss raus. Ja, du kannst gleich mal nicht wieder heilen in der Arena. Ich muss, ja, dann warte kurz auf mich, wenn ich mit dem Trainer fertig bin. Ja. Geh kurz in Quapo. So, jetzt die Musik wieder leiser. Keine Ahnung, was da los ist. Egal. Wir spielen hier weiter. Er geht auf Smog. Ich muss rausgehen. Ich will mich wieder vergiften. Keine Ahnung, was ihr mit mir machen will. Und Blubstrahl, tschüss. Perfekt, weg ist es. Ja, Digga, ich lauf dann kurz zum Pokémon Center. Ja, du musst noch kurz. Also, ich bin noch nicht so weit. Bei mir war es in Elite 4, Digga. Elite 4. Gar nicht drauf geachtet, was es war. Jetzt sehe ich es aber. Nämlich. Hast du ihn gerade besiegt? Also, Venomy hat Level 15 erreicht. Tesi Level 12. Nice. Engineer Marcellus. Also ich denke mal, wir sollten die Arena eigentlich ziemlich easy schaffen. Ja, wir sind 16 und 11 bei mir, bei dir 14 und 12, 15, ne? Der 15 und 12 sogar jetzt. Rennst du auch kurz zurück? Ja, ich heil grad. Aber ich verstehe wirklich nicht, mich regt das gerade auf mit der Musik die ganze Zeit. Ja, solange es nicht so schlimm ist. Ist doch nicht so schlimm, so laut wird sie nicht, aber die wird halt immer ein Stück lauter und manchmal wieder ein Stück leiser, ne? Klar, wenn den Part schaffen wir die Musik. Also ich bin wieder zurück, ne? Ich bin jetzt auch wieder in der Arena. Was sehr effektiv gegen Wasser ist, Pflanze, Leute. Genau. Oh, und ihr lernt hier Basics mit Haku und Zelos, Freunde. Sehr effektiv gegen Feuer ist Wasser. Sehr effektiv gegen Wasser ist Pflanze. Sehr effektiv gegen Pflanze Genieße ist Genieße das komplette Feuer. Menü der Arena von Orion City. Ich bin der zweite gegangen, ja stimmt. Mal schauen, Freunde. Bestimmt wieder so ein Elite 4 oder sowas. Direktor Jimmy, Alter. Direktor Clark Jimmy und es Christine. ist eine Frau. Jungglut! Relaxo. Sag nicht, diesmal habe ich Princess. Alter. Oh, Princess. Ah, fuck, ich muss Corpo reinwechseln, so kommt die Kampfattacke. Relaxo ist mies. Relaxo ist echt mies. Ob du es hoffentlich bekommst, ist down. Muss ich auf Kratzer gehen, glaube ich. Alter, das macht ja gar keinen Damage. Boah, Digga, macht das viel, nicht. Ey. Was hat der gemacht? Body Slam? Ne, Tackle. Fuck, zum Glück hast du Tränke. Oh, jetzt boostet er sich mit einem Igler. Nein, hast du nichts Spezielles? Ja, wenn dann physisch. Hast du keine spezielle Attacke? Ja, Aquaknarre, aber das macht 10% maximal. Ich muss rausgehen. Aquaknarre ist so speziell, oder? Ich muss rausgehen in Venom. Alter, der macht 10 KP gegen mich. Ich muss auf Giftwolke. Ich gehe erstmal auf Aussetzer und blockiere seinen Tackle. Genau, kann er mir nichts mehr machen. Strategisch besser. Jetzt wird die Musik wieder lauter, aber ich weiß auch nicht. So, Jungglut besiegt, Freunde. Ich mit einem Nigler weiter. Aber ich kann ihn einfach vergiften. Vegimark, der hat Vegimark. Nein! Was ist? Nein, Alter! Was passiert? Es hat Immunität als Fähigkeit. Nein, das hättest du aber wissen müssen. Weißt du, was das heißt? Hab ich aber auch vergessen.
Was es bringt, Immunität. Ja, klar. Ich kann es nicht vergiften. Du kannst nicht vergiften. Genau. Und ich mache ihm halt kaum Damage. Auf. Aber er kann mich nicht angreifen. Es dauert halt jetzt ewig und ich habe keinen Speed-Button. Also Lebensschelle macht 1 KP, ne? Aber also vor den nächsten 10 Minuten wird Haku mit einem Relax so beschäftigt sein. Mein Gegner hat dir wehgeben mag. Hat der gerade meinen Angriff gesenkt oder was hat der gerade? Hatte der Bedroher? Rankenhieb, okay. Ja, der hat doch gerade einen Bedroher abbekommen, ich wollte schon sagen. Was macht der Biss? Der Biss macht wieder gut, 40%. Alter, Freunde, er boostet sich mit Amnesie und einen Igler, ne? Ich geh mal auf den Fund. Also besiegst du ihn nicht mehr? Doch, es dauert halt nur ewig. Bist du sicher, dass du ihn besiegst? Ja, ich kann einfach immer, wenn er auf Tackle geht, weil es geht eh daneben, weil ich mit Lebensstelle seine Genauigkeit gesenkt habe, kann ich mit Aussetzer seinen Tackle blockieren, dann kann er mich nicht mehr anhaben, dann kann er sich nur boosten. Es dauert aber halt ewig, ne? Ne, okay. Warum hat der auch Relaxe, ne? Warum hat der auch Relaxe? Also ich bin fertig mit der Trainerin. Ja, ich nicht. Ich krieg immer so ekelhafte Mons mit Gesang und Superschall und Relaxo, Alter. Wir freuen uns, schau mal Haku weiter zu. Fuck. Du kannst mir nicht mehr zugucken. Ja, aber ich so, nein, weil du weißt, wie ich das meine. Ja, die anderen können mir zugucken, aber du musst dich langweilen jetzt. Egal, passt schon. Verteidigung kann nicht weiter erhöht werden. Spezialverteidigung kann auch nicht weiter erhöht werden. Tackle, so. Jetzt ist der schon auf plus 6 beides Mal, oder was? Ja. Junge, was geht bei dem ab? Ich blockiere immer seinen Tackle mit Aussetzer. Aussetzer ist wirklich Kampf. Sehr, sehr, sehr gut. So, jetzt hat er noch 1 KP. Wenn jetzt ich geb mal Princess, habe ich ihm gegeben? Schlauglas, was habe ich ihm gegeben? Großlinse habe ich Princess. Daisy erreicht Level 13. Er lernt Biss, nice. Perfekt, hast also Relax besiegt. Jawoll. Luturzel. Ja, da kann ich rausgehen in Tesi. Moment. Luturzel kann, glaube ich, keine Pflanzenattacke. Also ich stehe vor der Arena. Warte mal, sind die doch hier schon? Ja, das sind die schon, ja. Ja, der Grünkopf wartet auf mich, ey. Ein bisschen Schiss vor denen, der sieht so gruselig aus. Welcher, ja, der Grüne? Grünkopf. Aber ich hab den Anime, hast du den Anime gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Den habe ich mir mal angeschaut, ganz am Anfang. Ich habe den noch nicht zu Ende geschaut. Jetzt muss ich mal gucken, ob Luturzel schon eine Pflanzenattacke kann. Weil Luturzel ist eh so schwach. Ja, greif es doch einfach mit Slimog an. Nee, ich bin mit... ist kein Absorber. Ja, ich bleib einmal drin, weil das kann mich eh nicht one-hitten. Und geh mal auf Biss, vielleicht kann ich ihn flinchen. Okay. Boah, fast One-Hit. Ja, Naturkraft, Triplette. Oh, jetzt kommt Verbrennung. Jetzt kommt Freeze, Digga. Nee, komm nicht. Jetzt kommt und der Biss. Freeze. Und tschüss, Luturzel. Perfekt, komm. Weiter geht's. So, jetzt muss ich kurz heilen. Ich will die Arena unbedingt schaffen. Wir haben jetzt 17 Minuten Aufnahmezeit. Die schaffen wir noch. Ich heile mich kurz und dann machen wir die Arena, oder? Würde ich sagen. Ja, ich heile mich nicht. Warum nicht zu heilen? Ja, ich schon. Gib doch kurz einen Trank. Nee, kein Bock. Ich habe eh kein Geld und nur 7 Tränke. Ja, ich habe 2 KP nur verloren, also ich brauche mich nicht ja, zu ein. Meine sind beide auf fast auf. Gut. Tesi war auf Hälfte und Dings hat 10 KP verloren. Slimog. Sag mir bereit, also ich stehe vor dem Grünkopf. Warum ist der Grün hier nur alleine? Waren hier nicht immer 3? Ja, aber der, je nachdem, was du für einen Starter nimmst, die anderen sind dann weg. Okay, lol. Ey, die ganze Zeit Musik leise, Musik lauter, ey. Oh, er redet schon. Willkommen in der Pokémon-Arena von Orion City. Du liest ihn da vor. Da kommen die anderen, guck. Du was hast vorgelesen, Bro. Ich bin der feurige Mike, der dir mit seinen Feuer-Pokémon einheizt. Willst du jetzt? Wasser ist mein Element. Colin, der Name. Sehr erfreut. Und ich bin Benny. Mein Herz schlägt für Pflanzen-Pokémon. Also, du fragst dich bestimmt, was der Auftritt zu dritt soll. Lass mich das erklären. Je nachdem, welches Pokémon unsere Gegner am Anfang gewählt hat, entscheiden wir abhängig vom Typ, wer uns von den dreien antritt. Ja, so ist das. Und dein erstes Pokémon war offensichtlich vom Typ Wasser. Und zwar Slimog. Ich, Colin, bin daher dein Gegner und mache mich jetzt Benny. Nass. Und jetzt hat er wahrscheinlich noch nicht mal ein Wasser-Pokémon, ey. Wenn er jetzt einen Zapdos hat, dann gute Nacht, Digga. Wozu speichern? Solinx eh zu Ende, wenn wir verlieren. Ja, ich weiß nicht, aber ich hab das irgendwie immer so... ich weiß nicht, ich hab das so drin einfach so aus okay. Gewohnheit. Ja, also da musst du jetzt... du musst jetzt mit mir Vorlieb nehmen, aber ich verspreche dir einen denkwürdigen Kampf. Auf geht's gegen...
Auf geht's! Pansy heißt Freunde. Er bei mir. Pansy. Bei mir heißt er Jonathan. Jonathan? Shady Jonathan. Penguin heißt Jonathan in real life. Endivier süß. Octillery! Ah, ist nicht so WTF, gut. Octillery, ja, Octillery. Kannst easy drin bleiben. Aber Level 12, ich bin mit Snubbull drin. Ach so. Ich hab. Aber mir ist Endivier gegen Impergator, da muss ich was rausgehen. Was kann denn Octillery? Nix. Weißt du, ob es irgendwas kann? Das kann vom nix. Typ Wasser oder Käfer oder vom Typ, welchen Ding ist es? Ich greife mal mit Biss. Wasser, einfach nur Wasser. Aquaknarre, okay. Mal gucken, wie viel es gegen Snubbull macht. Ah, okay, es macht fast 10 KP. Mal Giftwolke. Die Rasierblatt macht mir 3 KP. Oh, jetzt kommt der Heuler. Ich muss auf Corpo gehen, Freunde. Aber mit Corpo kann ich auch nicht viel machen. Artillerie. Rasierblatt. Umklammerung, okay. Gut, dass ich jetzt in Corpo gegangen bin. Sonst hättest du nicht mehr auswechseln können. Genau. Wird der Überroller besiegt? Alter, nein, Synthese. Jetzt kann ich jetzt aber mit Auszeit auf Überroller. Ah, das Slimer ist echt nicht so schlecht, wie ich dachte. Aber es dauert halt ewig, meine Gegner zu besiegen. Nee, wird nicht resistet. Perfekt. Aurora-Strahl, eine Eisattacke. Okay. Wird resistet. Bitte keine Verwirrung. Bitte keine Verwirrung. Oh. Und jetzt kommt Duplex-Heb, das reicht. Er setzt Trank ein, was? Ah, Arena-Leiter setzen immer Trank. Bei mir hat er eiskalt wirklich einen Pflanzen-Pokémon. Und zwar in Vivi halt. Krass, stimmt. Der hat 2 Pokémon, ne? Ich bin immer noch beim ersten. Ich bin auch noch beim ersten, aber Endivier ist jetzt down. Außer er geht jetzt auf den Trank. Oh, er geht auf den Trank. Ich klatsche ihn die ganze Zeit weg mit Duplex, die 5-mal getroffen, am Ende ein Quit. Warum gehst du nicht auf Überroller? Weil der nur 80% Genauigkeit hat. Aber der wanted ihn. Nee. Ja, nee, hat nicht. Hat 60% gemacht. So, Octillery ist besiegt. Pigan erreicht Level 17. Komm, er lernt irgendwann. Nee, er lernt nichts mehr, Corpo. Oder doch nur auf Level 35 oder sowas. Pünz ist Level 13. 13, perfekt. Er lernt Schlecker, okay. Also die Drogerie macht, er lernt es. Jetzt kommt Krüppu. Scham, Grimasse, Rutenschlag. Ich gehe mal auf Grimasse. Ich tu mal Grimasse weg. Interessant. Krüppu bei dir? Oh Gott, das hat nur für Typ Feenschwäche. Bei mir auch Rossana. In Rossana, ich hab den Biss drauf, ja perfekt, aber Princess, eine Attacke tank ich von Rossana, definitiv, wenn es keine Kampfattacke haben. Oh shit. Finte. Was passiert? Step. Ah, Rossana Level 40 gegen, aber ich hab den Biss drauf. Ich kann mich niemals one-hit kommen, ich geh auf Biss, one-hit mich nicht, Todeskuss. Fick dich! Fick dich, der kann jetzt nämlich Todeskuss spammen, Digga. Fuck! Ich muss Tesi heilen. Fuck! Dieser Emulator laggt so, ne? Ich gehe mal auf Trank. Auch wenn ich auf Trank gehe, die Runde, wird dir der Schlaf nicht gedingst, ne? Pulverschnee, was ist das denn? Oh, macht das viel KP, macht das viel Schaden. Der muss den Slime gegen Princess. In Pigan meinst du. Aber ich kann mit Pigan ihn nix. Überroller und Aquaknarre. Und damit habe ich den Orden. Yes. Ich habe noch gar nichts. Digga, es ist vom Typ Psycho. Hoffentlich kannst du keinen Psycho-Attacke machen. Ich bin noch nicht. Und Tesi hält 764 Erfahrungspunkte. Boah. Ich gehe mal auf Duplex. Alter, direkt 2 Level für Tesi. Level 15. Beide sind jetzt Level 15 bei mir. Duplexik macht nix, Digga. Hoffentlich geht er jetzt nicht auf Todeskuss. Doch, 4 Duplexik-Dinger haben ungefähr 55% gemacht. Er geht auf Schlecker, auf das Drogeriemarkt. Perfekt. Und hoffentlich, jetzt bitte, 4-mal Duplexik. 1. Warte, 1. 2. 3. Und, ja, 4. Das war's. Rossana ist besiegt. Sehr gut. Ich dachte schon, weil Rossana hättest du eine Psycho-Attacke gekonnt, hättest gegen Crapo auch was machen können, weißt du? Ich kann, glaube ich, auf keine Psycho-Attacke. Princess Level 14. Ich glaube, auf Level 23 entwickelst du schon zu Granbull. Das wäre gut, ja. Ja, Level 23 schon. Also ich habe gewonnen. Ja, perfekt. Das war's wirklich beeindruckend. Nach den Regeln der Pokémon-Liga steht dir jetzt dieser Arena-Orden.
Und schon wieder Musik lauter. Egal, passt schon. Unser Case öffnet sich und der erste Orden erscheint jetzt auch im Layout. Bekommen wir? Bei euch. Perfekt, Freunde. Der erste Orden, bekommen wir jetzt ein Item oder sowas? Ah, der Grünschock. Drachenklaue, Alter! Ich hab die... TM 83. Drachenklaue? Ich hab die TM Heilung, Heilung bekommen. Aber ich wusste gar nicht, dass die TM... Weißt du noch, mit Turtok? Ja, die TMs gerandomized, Bro. Heilung? Du hast Drachenklaue bekommen. Wie geil ist das denn? Setzt du Kraftschub ein, während dein Angriff und Spezialangriff stärker? Nein, Venomy und Tizzy können beide keinen TM 83 erlernen, also Kraftschub. Es wäre eigentlich, wäre es ja Kraftschub gewesen. Schau mal bei mir. Genau, so. Ach, und wenn jetzt jemand Kraftschub erlernen kann, kann er auch die TM erlernen. Das ist der Vorteil. Heilung mir, können beide. Das heißt, wenn ich jetzt ein Pokémon fange, bei mir kann keiner von den beiden Kraftschub erlernen. Wenn ich jetzt ein Pokémon fangen würde, was Kraftschub kann, dann kann ich dem Drachenklaue beibringen. Soll ich lass erstmal. Das lernt, glaube ich, Vitalglocke von alleine. Ja, oh, jetzt kommt die Vivian. Bist du schon außen? Ich dachte, wir beenden die Party jetzt, aber wenn du weitermachen willst. Ja, okay, ich gehe kurz auch. Ja, dann müssen wir jetzt nochmal. Ja, ich dachte, da hätten wir jetzt den Part beenden können. Egal. Ja, wir machen noch. Sollen wir jetzt den Part beenden oder sollen wir noch ein bisschen quatschen? Okay, also, dann. Tada! Ich bin Vivian. Professor Esche hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Das ist diese Traumradar-Tante. Nee, diese Bitch von der Professorin. Das ist eine Freundin von der Professorin und die macht so hier den Traumradar-Dingsbums, wo man die Mons mit versteckter Fähigkeit fangen Vielleicht kann. Vielleicht ist das Hannas Schwester. Oh, zur Treppe, bitte hier entlang. Das ist Daniels Zwillingsschwester, Digga. Ja, stimmt. Mein Zimmer ist hier oben, bitte komm noch mit drauf. Daniels Zwillingsschwester. Stelle mich am besten nochmal vor, mein Name ist Vivian. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Hier, das sollte sich jetzt nützlich erweisen. Eine VM. Zerschneider, jetzt können wir in die Traumbrache. Jetzt müssen wir auch in die Traumbrache. Das machen wir aber im nächsten Part. Okay, ich lese die jetzt nicht mehr vor, die Tusse, ne? Nee, lese ich auch nicht mehr. Dann würde ich sagen, Freunde, dann beenden wir an der Stelle den Part. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt dem Video bitte wieder einen Daumen hoch. Das wäre super. Aber Moment mal, hier, mit der wir müssen da jetzt hin. Die sagt uns jetzt, dass wir zur Traumbrache gehen sollen. Okay. Naja, das war alles, was wir jetzt überblättert haben. Okay, gut. Auch von meiner Seite aus, danke, dass ihr dabei wart. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Auf Hakus Kanal dann. Bis dann genau, und... Genau, haut rein und ciao. Ciao.